Moin. So, wir sind jetzt hier bei unserer Unterkunft angekommen und hatten ja noch einen Zwischenstopp in Liverpool bei Sydney. Wir sind irgendwas 18 Uhr rum hier angekommen. Wir haben noch kurz einen Stopp gemacht, um noch was zu essen zu uns zu nehmen. Und hatten jetzt eben gerade hier eine wunderbare Unterhaltung mit unseren Gastgebern, dem auch einen 2,5-jährigen Sohn. Und unser Großer hatte das auf jeden Fall viel Spaß, genau mit ihm zu spielen und Spielsachen auszutauschen quasi. Weil, just be careful. No, he's not biting you, but just be careful and be gentle. Genau, die haben auch Hunde, die haben auch Hühner und die haben ja auch einen Pool. Und ich gehe mich jetzt hier einfach noch mal kurz abkühlen. Just your hands, fine. Or your feet, yeah, that's fine. You can go inside with your feet. That's fine. But just stay like that. Okay? That's a good one. Genau, das ist so gut nach so einem warmen Tag, dann nochmal sich kurz abzukühlen. Es geht gleich ab ins Bett. Für alle wahrscheinlich. Es war dann doch auch ein langer, anstrengender Tag. Für morgen haben wir jetzt ein paar Sachen uns rausgeguckt, geplant oder gucken uns das nochmal raus. Ein paar Empfehlungen auch gerade bekommen. Und werden uns dann morgen genau einfach wieder ganz entspannt, wenn es die Zeit hergibt, uns auf den Weg machen. Vivi ist gerade mit der Lütten schon drin. Die macht sich schon mal bettfertig quasi. Und der Große wollte mit mir hier zum Poolbereich. Und ich würde sagen, dann schwimmen wir doch mal eine Runde. Moin! Ja, Wetter hat sich ein bisschen verändert über Nacht. Aber wir sind trotzdem einfach mal los. Gegen Mittag soll das Wetter wieder besser werden. Da erwarten wir wieder Sonne und ein paar wärmere Temperaturen. Wobei warm ist es jetzt hier eigentlich trotzdem. Genau, wir sind jetzt hier auf dem Memorial Walk in Newcastle. Wir sind nach Newcastle gefahren, Viertelstunde Fahrt circa von unserer Unterkunft entfernt. Newcastle war auch unser Anhaltspunkt, den wir halt als Zwischenstopp ja eigentlich hatten und haben uns dann halt in der Nähe nach Unterkünften umgeschaut. Jetzt gehen wir hier mal den Memorial Walk, das ist so eine etwas höhere Klippenbrücke, schauen uns hier ein bisschen um. Haben dann noch ein, zwei Strände rausgesucht, wo wir eigentlich heute vielleicht auch mal vorbeifahren wollten. Der eine ist ein bisschen weiter noch in die Richtung und der andere halt entsprechend dort lang zurück. Wir schauen mal einfach, wie sich das Wetter entwickelt. Es gibt hier schon ein paar Lücken, die sich aufmachen und sich eine Besserung zeigt, was das angeht. Gestern war es aber auf jeden Fall windiger. Heute geht das eigentlich. Und von daher nehmen wir euch mal zu dem Ausblick mit. So, nach unserem Besuch am Nobbys Leuchtturm und Strand sind wir jetzt noch mal eine Dreiviertelstunde hier runtergefahren bis zum Cave Beach. Und hier gibt es so eine Attraktion, dass man hier reinklettern kann. Vivi war hier gerade schon einmal kurz. Die Kinder sind schlafen im Auto. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit, wie man da hinkommt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin gespannt.
war jetzt nicht so herausfordernd. Man kann da wohl noch ein Stück weiter reingehen. So, let's see what's there. Wohl verschiedene Wege. Ich will noch mal ein Foto machen. Aha, hier haben wir einen versteckten Strand. Und da hätte man natürlich krabbeln können, obwohl ich das nicht gemacht habe. Immer gibt es ja hier aus dem Weg zum Durchgehen. Oh, versteckter Strandabschnitt. Hier kann man auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Sehen wir da hinten noch ein paar Leute auf den Felsen. Man kann sich hier natürlich auch gemütlich hinlegen. Ein bisschen planschen. Das Wasser ist mit 21 Grad angenehm auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen super warm. Aber nichts, was einen jetzt hier stört. Oh, hier gibt es noch um die Ecke. Schauen wir mal kurz, ob wir hier noch einen Blick kriegen. Oh, Welle. Mal aufpassen, dass man nicht weggespült wird. Genau, geht dann noch ein Stückchen weiter. Ich glaube, mir reicht das hier. Auf jeden Fall sehr erfrischend. Genau, Ausguck gibt es auch dort oben. Aber hier unten ist dann irgendwie dann doch ein bisschen cooler. Aber wohl kein Spot, wo man sich hier dauerhaft zum Baden oder sowas aufhält. Ist ja doch sehr felsig, wie man es auch da am Wasser sieht. Okay, ich gehe jetzt wieder zurück. Ich nehme euch mal kurz mit. Fotos machen. Muss man hier so ein bisschen das Wasser wieder abpassen. Platsch. Das sollte hier kein Problem sein. Und da sind wir auch schon wieder. Bis später. Moin, neuer Tag, neue Reise quasi. Wir sind jetzt hier bei unserem ersten Zwischenstopp angekommen. Wir haben jetzt unsere Unterkunft heute Morgen wieder verlassen. So irgendwas um 10, kurz nach 10.
und sind jetzt auf dem Weg nach Swan Creek. Haben jetzt hier gerade einen Zwischenstopp in Port Macquarie gemacht. Der wunderschöne Ausblick hier. Seht euch mal den ganzen Strand da ganz hinten an. Der geht ja unendlich lang. Genau, wir wollen uns hier ein bisschen die Beine vertreten. Da gibt es hier noch einen kleinen Ausguck, wo wir hin wollen. Hier gibt es einen Kaffee, wo wir vielleicht noch eine Pause machen. Vielleicht habe ich auch noch mal eine Chance, kurz ins Wasser zu springen. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt hier einfach noch ein bisschen spazieren und melden uns später wieder. Ja, Vivi hat da schon was bestellt am Kiosk, zwei Kai-Boats. Und wäre noch eine Schande, wenn wir bei so schönem Wasser und Wellen nicht auch mal ganz kurz zumindest reinspringen und sich erfrischen. Auf geht's! Herrlich, herrlich, besser als gestern auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir da noch eine Welle mitnehmen. Vielleicht. Oh ja. Das sieht doch ganz gut aus. Moin! Wir sind jetzt hier in Grafton. Wir haben hier unsere Unterkunft nicht verlassen heute, sondern sind einfach nur einen Tag raus. Wir haben hier zwei Nächte und sind ja quasi auf dem Weg hoch dann, zur Sunshine Coast. Gestern sind wir hier angekommen, Swan Creek, so eine kleine Hütte, auch ähnlich wie wir das in Kulla hatten, auf einem Privatgelände, Bauernhof, Schafsfarm oder auch Farm im Allgemeinen. Und wir haben da halt entsprechend jetzt so eine kleine Hütte. Haben wir wieder zwei Nächte gemacht, damit das nicht zu stressig ist mit Anreise und Abreise und nur übernachten und den Kosten ja auch irgendwie. Und es wird günstiger, je länger man da halt immer entsprechend ist. Auch bei zwei Nächten ist es günstiger, als wenn man das da anders hochrechnet. Und genau, wir wollen uns jetzt hier in Grafton einfach mal ein bisschen umschauen. Was es hier so gibt, ist eine kleine Stadt, nichts Großes, Besonderes. Wie gesagt, gerade schon gesehen, haben sich Vivi und der Große noch ein Eis gegönnt.
Und wir werden jetzt hier gleich mal die Straße weiter. Mal gucken, ob der eine Spielplatz, den wir hier rausgesucht haben, einen Besuch wert ist. Und ansonsten hier einfach noch ein bisschen lang schlendern, einen ruhigen Tag machen. Und dann auch schon die Sachen am Abend wieder vorbereiten für die Weiterreise. Denn morgen soll das wieder hochgehen Richtung Mountain Creek. Das liegt an der Sunshine Coast, wie gesagt. Und dann nähern wir uns auch quasi unseren Freunden, die wir ja hier in Australien haben und besuchen wollen. Und haben dann auch schon etliche Kilometer zurückgelegt. Von daher bleibt noch mal dran. Mal schauen, was es hier noch so Feines gibt. So, jetzt waren wir hier kurz auf dem Spielplatz. Schlendern hier noch ein bisschen durch den Park. Da gibt es auch noch eine große Brücke. Da sind die beiden schon rüber, oder die drei. Ich werde da jetzt mal hinterher. Man muss ja nicht immer jetzt hier von A nach B hetzen oder große Programmpunkte haben. Wir hatten uns für hier auch noch nichts groß weiter rausgesucht. Man hätte jetzt auch hier eine Dreiviertelstunde bis zum Wasser fahren können, bis zum Meer, zu den nächsten Stränden. Aber das soll theoretisch dann noch für uns kommen in den nächsten Tagen. Und von daher haben wir gedacht, hier ähnlich wie in Kulla, verbringen wir den Tag hier einfach nur in Grafton, schlendern hier ein bisschen durch die Gegend. Der Große kann dann noch seine Mittagspause machen. Wir schauen uns dann hier dann noch ein bisschen um, was es hier so zu entdecken gibt. Und dann werden wir auch einfach wieder zeitig zur Unterkunft, da ein bisschen spielen und den Tag dann auch ganz gemütlich wieder ausklingen lassen.